Okay, Freunde, Carnival LR Super Saiyan und ihr Team gegen Omega Shenlong. Leider habe ich oft gesagt, ein Event, was noch nicht auf Global erschienen ist, kommt wahrscheinlich erst Januar rum so. Aber es ist jetzt halt von den schwierigen Events, die es so aktuell in Dokkan gibt, das Event, was am längsten geht. Theoretisch. Das werdet ihr gleich merken, warum, weil es hat einfach drei Phasen und so fort und man kann auch eigentlich die erste Phase absichtlich ein bisschen ziehen, um Charaktere so stacken zu lassen, die Stacks brauchen. Falls ihr die letzten zwei Showcases nicht gesehen habt zu den Carnival Super Saiyan gegen Zamasu und Trunks, Empfehlung, wirklich, schaut es euch an, weil da konnte ich wirklich meine Gedanken perfekt auf den Punkt bringen, wie ich das Team finde. Es ist ein Team, was Events in Windeseile klärt. Und viele Charaktere im Team profitieren immens davon, gerade so ein Revive Bird Crew, weil er ist ein Charakter, der wirklich lange braucht, um defensiv stark zu werden. Aber das muss er gar nicht in diesem Team. Er muss einfach nur sein Revive zünden, sich pissen und der Rest des Teams klärt es einfach, das Event. Das werden wir wahrscheinlich hier gleich auch sehen in dem Showcase. Und ich möchte noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Mir fehlen aber tatsächlich auch einfach ein, zwei Charaktere, die ich vielleicht mitnehmen würde, statt so ein Bird Crew oder so ein Ise Genki Dama Goku oder dieser Movie Heroes Goku und Goku und Vegeta. Beispielsweise, ich habe Godku nicht, Godku ist brutal in dem Team, als auch Carnival Elder Trunks, auch wirklich ein sehr guter Charakter. So, ich habe jetzt absichtlich im Vergleich zu dem letzten Showcase, das Team ist ja sehr ähnlich, habe aber Bardock mal nicht mitgenommen. Bardock ist ein bisschen zweite Phase in Omega ist Strength Typus. Und Bardock bekommt erst nach einem Hit einen Guard und davor hat der Typenvorteil, Typennachteil und Omega oder je nachdem was da Runde 2 ist, sehen wir gleich Sinn oder Omega, macht halt einen Aoi-Angriff und das könnte den die Nase brechen etc. Letzte Runde ist Saint, dann wäre es wieder besser mit Bardock, aber ich wollte einfach mal an der Stelle auch den Movie Heroes eine Chance geben, weil die brauchen ja auch ein bisschen lang, um ihren Moralboost zu bekommen und eventuell sehen wir das, plus tun sie auch noch mit der 18 Key greatly Angriff und Verteidigung des Gegners senken. Das ist sehr, sehr wichtig, denn von der Spielweise her ist diese Phase dazu da, der Omega greift gerne in der ersten ganz links an und tut dann deinen Krack entweder seeden oder stunnen. Das nutzt du aber eigentlich auch dafür, dass du das Event lange ziehst, um eben die Chars zu stacken, die stacken wollen können, weil du das hier machen kannst. Wir jedoch wir werden stückweise mehr oder weniger darauf verzichten, weil ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass das Team vor allem wegen dem Doublet von den Carnival Super Saiyan das Event in Win, also wirklich sehr schnell schaffen wird. Okay, okay, Future Gun, okay, könnte ein bisschen Damage bekommen. Die erste Super, der könnte schon wehtun, so ist nicht, aber weil der macht schon Damage, so ist nicht. Guck mal, ihr müsst euch überlegen, das war ein Future Gun mit 6% Damage, richtig? Erst mit seinem Angriff hat er zwar 80, aber er bekommt trotzdem Damage. Ist jetzt auch gestunt. Das meinte ich damit, dass er das so machen kann. 10 Millionen, krass, auf 55%. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall auch den Int hinstellen können. Weil er Typenvorteil hat etc. Nur wollte ich das vermeiden, dass er eben gestunt wird, weil er der Damage-Healer ist. Und ich will das Event auch stückweise wirklich durchrennen. Denn das ist jetzt vielleicht eines, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, der sollte auch Angriff senken, oder? Das ist vielleicht, und Angriff senken ist wichtig, weil dann macht er weniger Damage, logischerweise. Das kann man aber nur, ja, macht er auch. Das kann man aber nur in dieser Phase. Denn die Carnival Super Saiyan haben ja nur für 5 Runden ihr Intro. Und, oh no, apropos Intro. Ah ne, alles gut. Ich habe es auch aufgestellt. Alles gut. Apropos Intro, was wollte ich sagen? Ja, Intro hat sich schon aktiviert, ne? In der Runde zuvor, ich war noch im Redefluss. Jetzt die Sache, warte mal, ich überleg mal ganz kurz. Der hat hier noch seinen Guard. Sie bekommen Angriffe so, wen will ich drin lassen? Die mit dem Moral. Die sind auch gar nicht mal so schlecht, die tun, wie gesagt, auch Angriffssenken. Würde ich vielleicht mal in der Rotation halten, denn nächste Runde ist gegen Strength. So, das sind jetzt. So könnt ihr mehr Edition attacken. Aber ich muss auch gucken, wobei ich glaube, die Zell werden das oder so finishen. Der wird jetzt kein Additional Attack durch die Passive machen. Ich habe jetzt absichtlich so gemacht, dass ich vielleicht noch Bird Crew da eine 18 Key gebe, aber ich hätte komplett offensiv gehen sollen. Weil ich
Weil ich ja genau, weil diese Intro-Sequenz nur 5 Runden da ist und danach haben die keine Damage Reduction mehr und dann könnte es schon wehtun, wenn man sie ohne 50% Damage Reduction hat, weil... Ja, weil das... Nicht 50, die haben nicht mal 50, sorry. 30% Damage Reduction für 5 Runden. Da habe ich die 5. Ohne 30% Damage Reduction gegen Omega, das könnte schon wehtun, definitiv. Okay, Typen Nachteil, aber wir haben gut Angriff gesenkt, ja, und wir haben auch 40% Damage Reduction, auch für ein paar Runden. Okay. Das Ding ist jetzt, aber ich habe den mit 12, okay, der wird jetzt, ich habe den jetzt Psy Key genug gegeben, das heißt, durch die Pass macht er gar keine weitere Additional Attack, vielleicht durch die, durchs Tube System. Also, ich hätte, ja, das Tube System hier, ich hätte eigentlich drauf spielen sollen, dass ich wirklich diese Phase beenden will. Und nicht da den einem 18 Key Defense Deck geben, unbedingt auf Krampf. Vielleicht gut wegen dem Moralboost, dass die Super Saiyan sich da aufgebaut haben, Angriffe bekommen haben, weil ihre Bedingung ist echt mies, wenn sie 3 oder mehr Super Decks gemacht haben und Leute und 7 Angriffe bekommen haben, dann aktiviert erst den Moralboost. Active Skill heben wir uns definitiv auf, weil also ich werde mir wahrscheinlich ein Active Skill auch für Runde 5 plus aufheben, also wenn sie ihre Damage Reduction nicht mehr haben, damit ich eben dann eine Runde habe, wo ich mit ihrer Ereignisse ihre komplette Defensive bekomme, weil Omega kann auch AOE-Angriffe starten, sowohl in Phase 2 als auch 3, also könnte das wehtun, wenn ich einfach angetanzt komme ohne Ereignisse und nur so 300k Defense habe oder so. Das sehen wir dann gleich. Ich teste den Charakter gerade zum ersten Mal hier in dem Event, weil wie gesagt, das ist von den aktuellen Schwiegen, wenn es das, was am längsten geht, im Schnitt. So, okay. Gut, ich habe aber jetzt vielleicht eine Runde verschenkt. Die letzte nämlich, weil hätte ich da den mehr Key gegeben, wären wir durch. Das heißt, wir merken uns mal so eine Runde plus minus, hätte es besser gehen können. Okay. Aber ihr Damage ist halt am, ihr Damage ist brutal, also ganz ehrlich. Das Ding ist, meistens nicht mal Link Level 10 und der ist auch 55% meiner. Und trotzdem machen die so ein Damage. Das ist krass. Okay. Oh, ja, seht ihr, da ist schon. Da ist schon der AOE-Angriff. Jetzt habe ich noch. Okay, 374.000 Defense. Okay. Wir sind in Runde 4. Die Movie Heroes haben noch ihre, genau, die haben für 3 Runden 20% Damage Reduction, haben so oder so immer 20%, also die hier. Das heißt, sie haben 40% Damage Reduction, die würde ich mal gerne da hinstellen. Das sind 2 Rainbows, die Rainbows will ich mir für den Genkidama Goku aufheben. Weil der bekommt da nochmal zusätzlich Damage Reduction pro Rainbow ab. Jetzt, oh, der tut zweimal Aoi angreifen, seht ihr das? Links und rechts, in der Mitte, ja. Aber 374.000 Defense mit 30% Damage Reduction, also den AOE-Angriff links, den sollte der trotzdem angemessen tanken. Das will ich meinen. Okay, wir hatten auch gut Key und ich... Also der Damage-Output von dieser Runde wird geistkrank jetzt. Enttäuscht mich nicht. Mit 40% Damage Reduction Typenvorteil. Okay, das ist gut. Passt. Das passt nicht. Mit... Nee. Das will ich nicht sehen. Das Ding ist jetzt nämlich... Omega... Also Zamasu, dieser Zamasu-Gimmick kam eigentlich von Omega, was war nicht? Omegas Auto-Attacks werden stärker nach einer Super-Attack. Also deswegen haben die auch noch so von, auch die hier, von diesen Auto-Attacks oder AOE-Angriffen noch Damage bekommen. Das dürfen wir nicht vergessen, sonst hätten sie logischerweise getankt, weil ich dachte schon, das kann doch nicht sein, Alter, mit Typenvorteil und so 40% Damage Reduction. Ich habe jetzt absichtlich auch die Movie-Boys da nach links, 15-1 da nach links gestellt. Weil wegen ihrem Moralboost. Die brauchen ja 7 Angriffe und müssen 3 Superdecks machen. So. Aber der Damage-Output ist halt nicht von dieser Welt, von dem Charakter. Ich sag's euch, wie es ist. Und ihr müsst euch überlegen, für den 5 Runden macht einfach sehr viel im Schaden mindestens. Und also der Omega hat es auch noch hochgehalten, ne? Das haben wir gesehen. Das ist, der wäre fast down eigentlich diese Runde. Krass, Alter, geiler Damage Output, wirklich. Yeah. Bam!
Junge, das ist so krass, dass man einfach jetzt spielen kann in dem Team. Wirklich. Nein, der hat ihn nicht gefinisht. Damn it. Okay. Wie gesagt, plus minus eine Runde hätten wir. Wären wir. Ja, das. Ja, okay. Wir wären theoretisch jetzt. Wir wären theoretisch mit dieser Rotation. Leuchtet den Exil von Birdgar noch. Wir wären theoretisch mit dieser Rotation jetzt eigentlich bei Omega, ne? Und mein Gott, dann wäre das Event schon mehr oder weniger fertig. Was? Was ist dieses Team? Was ist dieses? Guck mal, das Ding ist, sein Active Skill nimmt jetzt den Angriff links. Das ist so krass, wie Birdcore von dem Charakter profitiert. Das ist so brutal, wie der profitiert von dem Char. Das heißt, der AOE-Angriff ganz links ist weg. Deswegen hebe ich mir diese Active Skills auf, auch von Future Gohan, dass ich mir einfach hochheile hier. Und der finisht das dann. What? Ich war jetzt ein bisschen euphorisch, weil besser wäre es gewesen, wenn ich Bird Queen eine Runde gelassen hätte. Weil ich dann den Revive die Runde drauf hätte, weil Omega darf man nicht unterschätzen. Jetzt, warte, okay, jetzt müssen wir gucken, Leute. Passt auf. Welche Runde sind wir? 6, glaube ich, ne? Wir sind Runde 6 jetzt. Da ist der Moralboost, nehmen wir. Das sieht man auch selten. Aber gerade wenn die Events länger gehen, dann sieht man das schon. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, Moralboost hin und her, dieser Effekt von dem Moralboost ist so Müll. Der Charakter verändert sich kaum. Ich hätte nach dem Moralboost viel besser gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie dabei gedacht haben. Naja, okay. Ja, okay, seht ihr schon die Aue-Angriffe? Genau deswegen habe ich mir ein X aufgehoben. Ich kann mich gerade nicht erinnern, welcher von den von denen zuerst drin war, ob der Friend oder meiner, aber eigentlich sind wir doch noch in den 5 Runden, oder? Weil wir sind Runde 6. Wenn einer in Runde 1 war, nee, sind wir nicht. Runde 1, 2, 3, 4, 5, nee, sind wir nicht. 5 Runden sind schon vergangen. 5 Runden sind schon vergangen. 2, 3, 4, 5, 6. Es sei denn, das ist der in der zweiten Runde reinkam. Ich habe nicht drauf geachtet, verdammt. Also da muss man auf sowas achten. Ich weiß jetzt nicht, ob der seine Damage Charge hat oder nicht. Darum geht's. Aber 861.000 Defense lässt sich auf jeden Fall sehen. Leider nicht so viele geile Int-Orbs, wie ich es eher gewollt hätte. Ich stelle jetzt mal trotzdem dahin. Aber genau deswegen habe ich den Excel aufgehoben. Weil habt ihr gesehen, er bekommt ja Passive nochmal zusätzlich, wenn er angreift. Durch die Passive nochmal zusätzlich Defense, wenn er angreift. Und der Active Skill triggert das auch. Deswegen hat er jetzt viel mehr Defense. Also diese Passive Defense hat sich schon aktiviert. Und das ist wichtig gerade, wenn man Angriffe direkt links bekommt. Auch bei AOE-Angriffen. Das Ding ist aber, ich traue diesen Moralboys in der Mitte eigentlich nicht so sehr. Wenn ich ehrlich sein darf. Das Gute ist auch, der transformiert sich, by the way, etc., weil wir auch ein Trunks, der hat ja auch Trunks im Namen. Das ist äußerst wichtig für den hier. Weil nicht transformiert wegen seinem Guard zum Beispiel und dass er sich dann überhaupt transformiert. Dafür braucht er einen Trunks im Team. Okay, also Jungs, schauen wir mal, was jetzt geht. Ich bin mal gespannt. Okay, wir sollten unsere Damage Charge noch haben mit dem. Na, ja, seht ihr den? Ah, schade. Ah, Movie. Ah, komm. Moralboost hin und her. Das ist inakzeptabel, Mann. Die haben den 30% Damage Reduction. Das Problem ist nämlich, die bekommen durch den Moralboost keinerlei weitere Attack und Defense. Das ist so. Diese Moralboost ist eine Katastrophe. Die machen, glaub ich, nur dann garantiert Crit bei 24 Ki und so Käse. Ach komm, das sehe ich ungern. Deswegen bin ich bei ihnen auf Full Dodge gegangen, by the way. Das hat mich jetzt nicht so. Wenn hatte ich davor ein Bardock-Shot-Ding, ne? Ja, aber jetzt müsst ihr euch überlegen, dieser Movirus-Char wäre entweder Carnival Trunks oder Godku. Und dann würde das Ganze schon ganz anders aussehen. Ne, das müsste ich auch. Das müsst ihr auf jeden Fall auch vor Augen halten. Das wäre dann.
Das wäre dann Gotku oder Carnival Trunks statt ihn. Ja, komm, das hat mich jetzt, das hat, ah. Alles andere war geil, aber da ist schon jetzt, ne? Das hat mir jetzt nicht gefallen wegen dem Charme. Aber in Phase 2, ihre Performance war natürlich richtig gut. Ne, das muss man schon sagen. Das muss man auf jeden Fall schon sagen. Aber komm, wir gehen mal in das Team, was ich zuvor benutzt habe. Oh, wisst ihr, was ich noch machen könnte? Also ich wollte gerade Bardock nehmen, aber pfeif mal auf Bardock. Wir nehmen mal den hier. Das ist auch ein sehr interessanter Charakter. Der braucht halt aber auch lang. Also für ihn muss das Event auch im besten Fall lang gehen. dass er da was reißt. Weil wenn er sich transformiert und zu Gohan wird. Das ist das Geile, wenn so neue Teams kommen, dass man eben mal wieder Charaktere testet, die man so noch nicht diese lange Zeit nicht mal so spielbar waren oder halt einfach keine Team-Comps mehr hatten. Aber jetzt haben sie ja wieder Team-Comps. Was heißt wieder, sondern gerade so ein Birdcrew und so. Izay Spirit Bomb Goku, der war jetzt von Super Saiyan Charles abhängig. Birdcrew wegen der Schnelllebigkeit vom Team ist auch kein Dorn im Auge etc. mit dem Revive. Aber Revive, ich hätte. Also wir hätten das mit dem Team schon geschafft. Es lag jetzt nicht noch in den Movie Heroes. Ich habe gerade nur von Euphorie oder im Redefluss habe ich jetzt ein, zwei Sachen falsch gemacht. Also die eine Runde ging auf meine KP Plus. Ich hätte den Revive Birdcrew noch eine Runde lassen sollen. Aber nicht schlimm. So. Worauf ich jetzt hinaus will ist. Okay. In Future Gohan kommt in diese. Ah, der kommt hier rein in Future Gohan. Okay. Wisst ihr was? Ich will den mal drin lassen. Was? Wie viele Links haben die zusammen? Okay, geht auch mit 5 von 7, weil der muss super decken, dass er sich transformiert. Aber, jetzt passt mal auf. Wenn Omega nicht super deckt, also mich weder Seed noch Stunt, perfekt, werden wir jetzt echt dumm Damage machen. Schauen wir mal. Okay, ich sag's mal so, es ist auch abhängig von, ob die Super-Attacks procken oder nicht. Okay, danach könnte noch ein Dupe-System procken. Wobei meiner ja auch 55% ist. Aber es ist krass. Oh, okay, kommt danach erst, nehme ich. Alles gut. So. Genau. Der muss drei Super-Attacks machen, erst dann kann er sich transformieren. Aber ganz ehrlich, warum nicht einfach mal mitnehmen und testen? Wir müssen mal gucken, wie er sich so macht, neuerdings. Ah, schade, leider keine Super Attack. Bin bei dem bisschen Konrad auf Edition Attack gegangen. Und, genau, was er nicht vergessen darf, habe ich noch nicht erwähnt. In Phase 1 können Charaktere nicht dodgen. Nicht, Leute. Weil normalerweise hat der Goku nach seinem Super Attack für ein paar Runden 70% Dodge-Chance. Aber die Charaktere können nicht dodgen in der Phase. Genau. Okay. Aber geil, ich würde den gern transformiert sehen. Darum geht's. Okay, uff, das sind viel zu viele geile Int-Orbs. Das er war da, nehme ich. Wir lassen dann an der Stelle den drin. 18 Ki immer geben. Wichtig, dass er da Defense deckt. Und den Amigo geben wir das hier. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wenn er mich sofort super deckt, dann bin ich gesealed oder gestunt. Okay, wenn nicht, dann ist. Bist du gesiegt oder gestunt? Nein, nein, das nicht, aber ich meinte halt, der ist dann down. Der ist dann auf jeden Fall down. Ey, das ist einfach. Das ist ein viel besserer Vegito. Dieser Carnival LR Super Saiyan ist ein viel besserer Vegito. Warum? Was heißt viel besser? Vielleicht übertreibe ich. Sie sind ja ähnlich. Sie können oft angreifen, machen viel Damage, gut Damage Reduction. Okay, Vegito hat mehr Damage Reduction, logischerweise. Aber. Der und seine Teamcomps sind halt, das ist geistkrank. Guck mal, wie viel HP wir haben. Vegitos Team haben nicht so viel HP. Okay. So, und jetzt habe ich mir keinen Gefallen getan, indem ich den mitgenommen habe. Jetzt habe ich mir keinen Gefallen getan, indem ich den mitgenommen habe. Weil er wird Schaden nehmen. Er bekommt nämlich erst auch Defense und so einiges. Erst mit seinem Angriff. Das heißt, die Aoi-Angriffe werden wehtun und der hätte noch. Nur einmal super deckt so. Das war jetzt kontraproduktiv, weil wir wissen ja, das Team beendet Events schnell. Und der braucht aber ein bisschen. Aber Birdcrew, ne, deswegen bei Birdcrew ist es ein bisschen anders. Der braucht auch lang, dass er seine Defense aufbaut, aber bis dann ist das Event schon durch, bis es überhaupt dazu kommt. Nach seinem Revive.
Oh, da kommen sogar zwei Aue-Angriffe. Erstmal eine und dann. Okay, ja. Macht die Augen zu, Leute. Macht die Augen zu. Ich sag's euch, wie es ist. Macht die Augen zu. Okay, mit den Äxten tankt das natürlich. Augen zu. Und nochmal. Okay, nice. Okay, perfekt. Sein Guard war aktiv. Ja, das meint nicht, dass er. Oh. Dass er mit der Act-Runde. Ich meine, jetzt bekommt er nochmal Defense, aber trotzdem so viel Damage Rock bekommen. Wir sind down. Aber nicht wegen dem, weil da kommt nach seinem Angriff kommt er noch ein Aoi-Angriff. Und der Goku Gohan, die werden zu viel Schaden nehmen. Weil die, ja. Weil die. Weil Omega seine Auto-Attacks verstärkt hat. Puh, einige Super Decks, ey, krank. Er macht zu viel, er macht brutal viel Damage, das ist geistkrank. Er kann auch nicht dodgen, weil er. Ja. Okay, da war ich. Ja, gut. Die Pfeife nehmen wir auch raus. Wollte einfach mal testen, gucken. Vielleicht hat er ja was zu melden. Das Ding ist halt, der beendet die Events zu schnell. Deswegen, jetzt aber, komm. Aber ihr müsst ja Folgendes noch im Hinterkopf haben. Wir nehmen erstmal den. Ja. Folgendes im Hinterkopf haben. Ich hätte ja jederzeit ein Item aktivieren können, ne? Wisst ihr. Aber jetzt, boom, macht man das Ding mal und versuchen wir mal hier jetzt richtig durchzumarschieren. Rotationen sind nämlich auch sehr, sehr gut. Die Carnival Super Saiyan sind nämlich getrennt. Wir tun Goran nach links, weil wir halt nicht wollen, dass unser Carnival gesieht oder gestunt wird von der Super Deck. Geben ihn gut. Naja, das Ding ist jetzt. Das sind jetzt 6 Ki. Wenn ich ihn aber das. Und der kommt auf 24 Ki. Wenn ich ihn aber das gebe, dann haben wir 9 und Plus Ki. Also macht er 3 additional Super Decks. Angriffe, die eine Super Deck sein können. Deswegen gebe ich ihm mal das. Da, ich will halt, dass er viel angreift. Ich will, dass wir da jetzt erstmal. Dass wir da schnell durchkommen. Gucken wir mal. Ob wir das in diesen 5 Runden schaffen. Mit seiner Passive. Intro-Sequenz Passive. Okay, ich merke mir jetzt, der Friend war in Runde 1. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, inklusive Runde 5 hatte sein Intro. Und der andere, meiner dann, hat das dann bis Runde 6. Okay. Gut, 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 gut. Also, let's go. 13,5 ist halt eine geisteskranke Ansage. Ohne Supporter in der Rotation. Das ist eine. Oder wer ist da drin? Ist da Bardock drin? Ne, der Issei Goku ist. Das ist so eine. Das ist. Was ist das für eine Ansage? Junge, der. What? Also das ist genau das ist das, was ich sehen wollte. Wir haben jetzt einen dritten Versuch dafür gebraucht, aber genau das ist das, was ich sehen wollte. Wir gehen rein, er finisht die Runde. Ist jetzt aber vielleicht hierfür nicht vielleicht, sondern überhaupt nicht gut. Weil der hat noch nicht mal Super Attack, der hat den Active-Skill nicht. Ich bekomme links einen AOE. Oh je, das ist jetzt gar nicht gut. Der hat Zagat, aber der wenig Defense. Und diese ganzen Int-Orbs wären eigentlich für den in der Mitte gut. Das ist jetzt. Eieieiei. Okay. Also, warte mal. Er bekommt da ein paar Angriffe, deswegen kommt er auf die 18 Ki. Er bekommt pro Angriff nochmal Ki. Wir geben Bardock. Wie viel Dodge habe ich Bardock gegeben? 20. Der erste Angriff wird wehtun, ne? Mir wär's lieb, wenn er. Mir wäre es viel lieber, wenn er die Aoi-Angriffe dodgt. Okay, das wird jetzt eklig. Aua. Ach, das ist in Ordnung noch. Yes, okay. Jetzt hat aber sein Guard. Au, nein!
Okay, ich sag's doch, Leute, das Omega-Event, das holt mich gerade wieder auf den Boden der Tatsachen. Das ist halt, die Globe-Spieler haben das nicht vor Augen, ne? Das ist aber das Omega-Event. Also ich bin ja mit dem Team, genau mit demselben Team, bin ich ja in Trunks rein, Samus rein, das Team hat das Ding durchgefetzt. Warum? Weil das Event kurz ist. Es geht schnell. Okay, ich meine, ich war jetzt auch an der Stelle, Runde 2 schon drüben, so ist nicht. Also, ich hätte es auch schnell geschafft. Aber. Aber was ist denn das für eine Rotation, ey? Das ist ja eine Katastrophe, merke ich gerade. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, da reinzugehen. Wir gehen wieder raus rein. Aber gerade bei dem Event ging es zu schnell tatsächlich, ne? Da ging es tatsächlich zu schnell mit dem. Die Waldphase 2, diese Aoi-Angriffe, die sind bei Omega. Der kann sogar zweimal Aoi angreifen und so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen Pech habe gerade gegen Omega, oder? Oder kommt das nur mir so vor? Naja, wir schauen mal. Jetzt wieder die Sache, ne? Ich könnte wieder denselben Fehler machen. Also, wenn die Runde jetzt das finisht, dann bin ich wieder Runde 2 in gegen Strength. Eigentlich weiß ich das, deswegen hätte ich diese Runde eigentlich ziehen sollen. Ne? Also nicht so viel Ki dem geben sollen in der Mitte, dass er nicht so oft angreift, etc. Aber komm, wir schauen mal. Wir wollen mal auf die Kacke hauen. Wir wollen mal gucken, was geht. Wir wollen mal so richtig eskalieren. Okay, jetzt ist meine auf 45%. Schauen wir mal. Jetzt genau andersrum, ne? Ja, meiner ist Runde 1 und der Friend auf Runde 2. 11 auf 5. Ist noch nicht Link Level 10, by the way. Meine. Stimmt, der kann auch noch dodgen. Stimmt, das habe ich vergessen. Dann nehme ich die Dodges an. Dann haben wir die Runde 2, nächste Runde definitiv. Weil dann kommen wir in die AOE-Runden rein mit dem Active-Skin. Dann habe ich schon vorab gut Defense. Darum geht's. Okay, nice. Die Runde wird's jetzt. Der Versuch wird's jetzt, Leute. Let's go, Trust. Sehr gut. Dann habe ich auch Bardock raussortiert. Das heißt, er ist nicht in der Strength-Phase. Er kommt erst wieder Int-Phase im besten Fall rein. Wegen halt Typen-Nachteil, Typen-Vorteil. Nehmen wir. Tschüss, Bardock. Wir sehen uns morgen. Gut. Fühlt sogar bei einer anderen Version. Deswegen ballern wir den mal raus. Den geben wir das. Bam. Dem geben wir das. Bada boom. Und du bekommst das. Pow. Okay, doch, der Versuch wird es, Leute. Trust. Die Rotation wird ihn jetzt finden. Aber kurz Dinosaurier geworden wegen Virtu. Die Rotation wird das finishen. Trust. Und dann gehen wir rüber. Finishen die Strength-Rotation direkt. Boah, das sieht man selten, ne? Seine 12 Key. So, jetzt die Gun ist geladen. 14-1. Warum? Junge, oh mein. Okay, das ist echt wichtig jetzt, dass wir da Runde 3 in die Phase sehen, wegen dem Active-Skill, weil wir da dann sofort unsere Defense bekommen. Dann bekommen wir nicht so viel Damage durch AOE-Angriffe oder so. Schaut euch die Runde an. Schaut euch bitte diese Runde an. Tschüss. Oh mein Gott, 15, 740.000 Defense. Genau darum geht's, Leute. Bam. 9, rein damit, dass er so oft es geht angreift. Und bei dem immer gucken, dass man viel Rainbow Ops gibt. 4 Stück, sehr gut, weil pro Rainbow Ops, wie gesagt, bekommt er 7% Damage Reduction. Als auch Crit Chance. Aber Damage Reduction ist wichtiger. Er tut sofort super decken, das heißt, die Folgeangriffe werden Damage machen. Psych! Deswegen der Active Skill. Ja Mann, Alter. Genau das brauchen wir. Die Active Skill. Den Active Skill. Runde 3. Das war's. Runde 3. Nice. Und also Fischogram bekommt bei Rui gerade die ganze Zeit so viel Schaden, weil er bekommt erst mit seinem Angriff die 80% Damage Reduction. Davor hat er 60. Deswegen hat er da noch Damage bekommen. Genau, und meine Store 55%. Dass ihr Bescheid wisst. So. Strong, Alter, wirklich.
Hat Omega sich hochgeheilt? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie auf der Super direkt. Das ist nämlich alles gerade die Kritze geneckt, Skill. Also wenn das passiert, ist halt krass. Aber auch wenn es nicht passiert, die Autodecks machen auch sehr viel Damage, weil sie auch vor allem garantiert kritten. Und weil er so viel Angriff hat. Oh mein Gott. Omega Shenlong. Jetzt. Perf. Ja. 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 Einfach nur ja. Weil wir jetzt einfach hier den Revive haben. Es ist so schön. Es ist alles so schön. Boom. Komm mal, er hat da Faust ins Gesicht. So, jetzt würde ich aber tatsächlich, ich meine, die haben so bessere Links. Aber ich kann ja nicht mit 200. Der wird nach dem Rev Perma Guard haben. Aber ich habe das Gefühl, dass Bardock trotzdem besser tanken wird. Weil Bardock bekommt da nochmal 30% Defense drauf. Bird, ich meine jetzt Bird, aber komm. Ich lasse mal drin, ich will mal ein bisschen Bird rumprobieren. Ich könnte ihm das geben, aber das ist wegen dem Angriffen wenig. Key. Wenn ich keine Super-Deck bekomme, soll ich das überleben. Ich will halt viel angreifen, deswegen habe ich ihm viel Key gegeben. Können wir uns vielleicht ein bisschen noch hoch rein hier an der Stelle und mit dem hier auch. Let's go. Also schauen wir jetzt mal. Wir haben Active Skill, wir haben so 30% Damage Reduction noch. Autodecks werden sowieso nicht wehtun. AOE Angriffe. Oh, das habe ich vergessen. Ich habe gerade habe ich gesagt, AOE Angriffe. Ich konnte gar nicht angreifen. Ich konnte gar nicht angreifen. Nein. Oh nein, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte den Excel aufgehoben. Ich hätte den Excel aufheben müssen. Ich hätte einfach den Revive annehmen sollen, fertig und mich verabschieden sollen. Das war jetzt falsch gespielt. Ich hätte den Active Skill nicht aktivieren sollen. Ich hätte mich hochheilen sollen an Orb, so gut ist. Ja, wobei hochheilen bringt eh nichts. Revive hätte es eh aktiviert. Aber ich hätte einfach den Excel aufheben müssen. Darum geht's. Okay. Egal, wir haben Share Not Pass. Jetzt haben wir aber auch die Domain. Also auch den Excel von dem hier. Let's go. Aber er hat keinen Active Skill mehr. 311.000. Das könnte jetzt wehtun. 311.000 könnte wehtun. Nur 311.000. Wir haben noch die 30% Damage Reduction, aber wir sind nämlich doch Runde 5. In der Runde ist es. Das ist die letzte Runde jetzt. Okay. Schauen wir mal, was geht jetzt. Bekomme ich überhaupt noch einen Angriff? Ja, links. Okay, let's go. Ich fühle sogar so ein Panzer jetzt. Also in der Runde mit dem Excel und der Domain. Bekommen die? Also in Omega Super Attack glaube ich schon, dass sie Schaden bekommen werden vor ihrem Angriff, vor einem AOE-Angriff, weil er dann die Auto-Attacks verstärkt. Aber ohne Super Attack mit 30% Damage Reduction, 311.000 Defense, komm, tank das einfach, okay. Ich lass mich da keine 50.000 sehen oder so. Tank das einfach. 3, 2, 1. Okay, wir wissen Bescheid. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Hat er nicht davor super attacked. Das hat nämlich mehr Damage gemacht. Darum geht's. Aber Guan tankt das. Aber. Oh, perfekt, wirklich. Weil, jetzt habe ich durch die Pässe meine Defense bekommen, als auch durch die 18 Key. Jetzt bin ich sicher. Also, wehe, du bekommst deinen Schaden, ne, durch Auto-Attacks. Geht gar nicht, Leute. Wir haben 900k Defense mit 30% Damage Reduction. Das geht gar nicht. Ich übertreibe gerade. Das geht gar nicht. Aber ne, super attack will ich auch nicht sehen, okay? Oder obwohl Omega, kann Omega mehrmals Super Attacken? Gib mir eine Super Attack, komm Omega, hast du Eier? Komm, ich fordere dich heraus. Scheiß Spaß wirklich. Nee, also. Aber, das ist krass. Also, wir sind einfach 5 Runden Omega Events, ne? Das hält sich noch total in Grenzen. Unser Fortschritt hält sich noch total in Grenzen, meiner Meinung nach. Also, ich habe ja gemeint, Omega Stellung Event geht im Shit länger, aber. Also, okay, wir haben jetzt wahrscheinlich 6 Runden gebraucht. Jetzt nächste Runde sollten wir durch sein. Sagen wir mal 7 Runden. Das sind 1 bis 2 Runden mehr als Summer's Event. Könnte natürlich einen Unterschied machen, gerade bei so einem Charakter, der halt abhängig von Runden ist, wegen Intro, Damage Reduction. Aber deswegen meine ich ja, es hält sich doch in Grenzen, weil das ist jetzt die Grenze für die Intro-Sequenz-Passive von meinem und das jetzt von dem Friend.
Wisst ihr, was ich meine? Darum geht's. Nice, da können wir auch noch eine lange Frau ausnehmen mit ihm. Boom. Wieder da hingeflogen ist einfach. Und dann können wir, das Tier mit 7 von 7 links, boom, können wir den hier machen. Let's go. Warte mal. Jetzt ist die Sache, wo kommen die Aoi an? 224.000 Defense, das ist mit Guard, das ist hör auf. Warte mal, ich bekomme aber ein paar. Also, ich muss ihm so viele Rainbows wie möglich geben. Achso, nee, ich mache mir zu viel Gedanken, alles gut, wir sind durch. Wir sind durch, alles gut. Es kommt gar nicht zu den AOE-Angriffen. Perfekt. Ja, geil. Das hat es mir nochmal bewiesen. Das hält, also das gegen Omega, hält es jetzt in Grenzen, aber das ist genau richtig. Weil das ist jetzt die Runde, in dem auch Ding abgelaufen wäre. Seine Intro-Sequenz nach der Runde. Easy peasy. Imagine, er macht keine Super-Deck und finish ihn nicht. Nein. Oh mein Gott, das hat sich übertrieben in Grenzen gehalten gerade. Das ist genau das, was ich meine. Das ist halt das Ding. Ihr müsst euch vorstellen, danach hätten die ihre Intro-Sequenz nicht mehr. Und wir haben jetzt echt gesehen, Omega geht halt im Schnitt wirklich länger als die anderen. Und dann hätten sie ihre Intro-Sequenz nicht mehr, das heißt, sie fangen an Schaden zu nehmen. Birdku, der useless, nein, Spaß, ich übertreibe, useless ist er nicht. Aber Birdku danach wird halt auch schwierig, weil das eigentlich genau das seine Schwäche ist. Aber, wie wir in den Showcase zuvor gesehen haben, vor allem gegen Samus und Trunks, ist halt, das tut das Team halt seine Schwäche ausgleichen, weil das Team schnell ist. Schnell die Events finished. Und hier haben wir aber ganz gut gesehen, das ist auch ein gutes Showcase meiner Meinung nach, dass das aber auch wirklich genau gerade in Grenzen hält. Aber ey, aktuell passt es ja noch. Also ich bin euch auch zufrieden mit dem Charakter und dem Team, darauf will ich hinaus. Und wie gesagt, normalerweise hätte ich noch Godko und oder ihr hättet noch Godko oder Carnival Chunks drin. Zum Beispiel statt Birdko und Bardock oder Birdko und Izea. Der Izea ist echt gut. Die haben beide 7 von 7 links jetzt. Der hat mich positiv wirklich richtig gut überrascht. Es ist einfach seine Zeit jetzt. Die kann man einfach spielen, das ist krass. Naja, danke fürs Zusehen, bis dann, macht's gut. Peace.